Jetzt kommt auch eine unerschrockene Journalistin, Steff Manzini von der Stadtzeitung in Überlingen. Und sie hat das Wort, wenn sie denn da ist. Herzlichen Dank, dass du da bist. Okay, du hast das Mikrofon. Da. Ja, hallo, ihr lieben, beherzten Freiheitsmenschen heute hier in Winterthur. Es ist immer wieder fantastisch, wie viele wir sind. Hallo, Winterthur. Mein Name ist Steff Manzini. Ich bin von der Stadtzeitung.org, Stadt mit Doppel-T. Und ja, wir machen vom Bodensee aus Journalismus mit Rückgrat in den gesamten deutschsprachigen Raum. Vielen, vielen Dank. Und ich, ja, das ist so wunderschön, euch alle zu sehen, die Freiheitstrichler zu sehen. Die habe ich letzten Sonntag gesehen auf dem Heldenplatz in Wien. Das war eine super, super Sache. Da waren 10, 15, 20.000 Menschen. Also ihr sollt einfach wissen, wir sind wirklich viele. Niemand ist allein. Ja, und die Letzten werden irgendwie ja die Ersten sein, die neuen Medien. Wir haben keinen einfachen Job. Ihr könnt euch vorstellen, es ist viel einfacher, ein Volk zu betrügen, als einem Volk zu erklären, dass es betrogen wird. Und ja, und das ist unser Job. Und ich finde es auch toll, dass einige meiner Kollegen heute hier sind. Roger Bittel, ein Idol und andere. Ich selbst war 20 Jahre im Mainstream und ja, habe dann in der Pandemie festgestellt, habe mich dann gefragt, wo ist eigentlich die Pressefreiheit geblieben? Ja, wo ist sie nur? Und seitdem geben wir Gas. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auf unsere Webseite geht, stadtzeitung.org, oder unseren Telegram-Kanal abonniert, weil wie der Kollege das eben schon angesprochen hat, wir machen das mit Reichweite. Ich werde mich jetzt heute nicht an den alten Medien abarbeiten, weil die haben abgewirtschaftet, die haben gelogen und betrogen und haben ihre Seele dem Teufel verkauft, und wenn sie ganz ehrlich sind, dann wissen sie das auch. Und die Zukunft gehört den Mutigen, den Menschen heute hier auf dem Platz und den neuen Medien, die ja immer wieder das bringen, was die anderen versuchen zu vertuschen. Und an dieser Stelle kann ich es nicht lassen, an einen Kollegen zu denken, der ja ein beschissenes Dasein fristet in einer 2x3 Meter großen Zelle in einem Gefängnis in London. Er ist ein Kollege, er ist kein Verbrecher und er ist ein Held, Julian Assange. Free Julian Assange! Das müssen wir immer wieder sagen. Es kann kein Verbrechen sein, die Wahrheit zu berichten. Und das haben viele meiner Kollegen, auch ich selbst teilweise, bitter erlebt, wie man versucht, uns von allen Seiten das Wasser abzugraben. Aber unsere Quelle der Inspiration seid ihr. Wir machen das für euch. Und ihr gebt uns die Kraft, da immer weiterzumachen. So, und heute geht es um die WHO. Habt ihr schon einmal diesen Namen rückwärts gelesen? OHW. Ohne heilsame Wirkung. Und das ist das, was ich sagen kann über die WHO. Wir haben ganz früh angefangen, über diese kriminelle Organisation mit ihren Machenschaften zu berichten. Der Philipp Kruse war heute bei euch. Wir kennen uns gut. Wir waren zusammen in Wien letzten Sonntag auf der Bühne. Er hat eine Veranstaltung gemacht, die Urs Hans organisiert hat im Januar. Das war mit Astrid Stuckelberger zusammen von der WHO. An dieser Stelle möchte ich Urs Hans danken und dem ganzen Team für die tolle Orga heute hier. Und das war für uns tatsächlich der Startschuss, mit Stadtzeitung im Januar anzufangen, über dieses Thema zu schreiben. Und wenn ihr dazu Artikel lesen wollt, wenn ihr nachlesen wollt oder Videos hören wollt mit David E. Martin, dem amerikanischen Experten für Bio- und Chemiewaffen, oder mit Philipp Kruse, mit vielen anderen, dann geht auf stadtzeitung.org, da ist das alles drin. Eine Headline hieß damals: Kennen Sie Tedros? Sie sollten ihn kennenlernen, denn er bestimmt über Ihr Leben wie kein anderer. Und das muss man einfach einmal sagen. Und es gibt
immer mehr Organisationen, die sich jetzt aufstellen, immer mehr Menschen, die da auch aufwachen, die wach werden. Und auch meine Vorredner haben das schon gesagt, unser besonderes Augenmerk gilt dem Kinderschutz. Ich war vor kurzem bei einer Pressekonferenz des MWGFD, das sind die Mediziner und Wissenschaftler für Freiheit, Grundrechte, Demokratie in München. Die haben eine ganze Pressekonferenz zum Thema institutionelle Gewalt gegen Kinder gemacht. Und ich kann euch sagen, wenn man das 7 Stunden hört, da tut einem wirklich das Herz weh. Das ist nicht leicht. Aber wir müssen auch das aufgreifen. Wir haben längst eine Infodemic, wir kennen die Pandemic, wir haben längst eine Infodemic, eine Pandemie der Lügen und der Falschinformationen. Und die gehen tatsächlich von den Massen, von den Staatsmedien aus, die uns irgendwo gehören und ihrem Auftrag nicht nahe kommen. Es gibt keine Talkshows, es gibt keine Diskussionen über den neuen Vertrag, den sich die WHO geben will und über die Ermächtigung, die wir Ihnen allen, jeder Einzelne, der heute hier steht, geben soll, über seine Gesundheit, die ihm gehört oder ihr gehört, die mir gehört, aber auch über seine Krankheit. Es gibt aber auch ganz schöne Dinge, die passieren. Wir werden die neuen Medien, die Journalisten, wir werden oft sehr angegriffen, müssen viel aushalten. Aber heute habe ich euch was mitgebracht. Es ist schon spät und ich habe gedacht, ich bringe jetzt hier nicht nur Daten, Zahlen, Fakten, sondern ich bringe euch noch einmal die neuen 10 Gebote, die man mir heute in den Briefkasten gesteckt hat. 1. Gebot. Ich bin die Angst, dein Weg. Du sollst keine anderen Gefühle neben mir haben. 2. Gebot, versage dir den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. 3. Gebot, du sollst Lockdown, Impfpass, CO2-Steuer und Gendersprache und WHO heiligen. 4. Gebot, ehre die Wahrheit, welche Regierung und Mächtige verkünden, hinterfrage niemals. 5. Gebot, du sollst Frieden schaffen, nur mit Waffen. 6. Gebot, du sollst für Demokratie halten, was Regierung und Mächtige so nennen. 7. Gebot, ehre den Haltungsjournalismus von Süddeutsche, Spiegel und Tagesschau und Blick. Bediene dich keinesfalls alternativer Medien. 8. Gebot, du sollst nicht zweifeln an der unumstößlichen ewigen Wahrheit der Wissenschaft. 9. Gebot, sei stets auf der Seite der Guten. Verurteile Hetze und Hassreden wider Gutmenschen. Und das 10. und letzte Gebot, wisse, du wirst nichts besitzen und glücklich sein. Wer kann das gesagt haben, ja? Und alle Menschen, die heute hier stehen, die machen alles genau anders. Und das ist die Differenz, die wir haben. Das ist das, was uns alles ausmacht, alle ausmacht. Und damit sind wir der Stachel im Fleisch all derer, die das, was ich mir heute auf die Mütze geklebt habe, denken, wirklich aufgegeben haben. So, ich möchte mich jetzt kurz fassen. Wir haben alle heute viel gehört hier. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich kann, wie gesagt, nur noch mal sagen, lest das auf stadtzeitung.org nach oder hört es nach. Es gibt auch eine Hörfunktion. Da sind diese Fakten zur WHO alle auch noch mal aufgelistet. Verbreitet uns weiter, gebt den neuen Medien eine Chance, weil ohne uns würdet ihr von dem, was hier gesprochen wurde, eben einfach nur sehr wenig hören. Es würden nur die Menschen hören, die unmittelbar hier vor der Bühne stehen. Wir brauchen Reichweite, wir schaffen das alles zusammen und wir brauchen auch mal so manches Geldstück, damit wir weitermachen können, weil wir sind nicht gekauft und wir werden von niemandem finanziert, außer von euch und das sind unsere Leser. Und damit spreche ich für alle neue Medien. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt, dass ihr alle da seid und dass wir weitermachen werden. Und ich denke, wir bereiten Ihnen einen heißen Herbst. Ihr dürft nicht vergessen, im Mai wird der neue Pandemievertrag unterschrieben. Und da haben wir alle noch ein bisschen was zu tun. Alle zusammen schaffen wir das. Bewahrt euch ein frohes Herz. Vielen Dank und einen herzlichen Gruß vom Bodensee nach Winterthur.